Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Natürlich war das schlimm und dramatisch. Man hat auch nie etwas erfahren über die Rollen von FBI und CIA, die ja unheimlich versagt haben müssen. Die haben nichts gemerkt. Oder sie haben doch was gewusst. Und dann sind wir wieder bei den Verschwörungstheorien. Ludger Elmer ist Volkswirt. In seiner Arbeit als IT-Manager hat er sich früher nie groß mit solchen Verschwörungstheorien beschäftigt. Doch seit er pensioniert ist, interessiert er sich stärker politisch, hinterfragt vieles mehr. Bernd Henneberg denkt ähnlich. Beide treffen sich regelmäßig in politischen Gesprächskreisen. Ludger Elmer im Raum München, Bernd Henneberg in Regensburg. Ihre Diskussionsplattform Nachdenkseiten, die im Internet zu finden ist. Er hat immer erzählt, dass also zu seiner Zeit in New York es absolut klar war, dass jeder behauptet hat, WTC ist gesprengt worden. Und WTC war ja im Grunde das Haus, in das gar kein Flugzeug hineingeflogen war. Das WTC 7 war das. WTC 7, ja. Wo man sich heute noch fragt, war es Brand, war es Sprengung? Nach wie vor geistern wilde Spekulationen über den wahren Hergang durch die Welt. Von der US-Regierung über Geheimdienste bis hin zum Weltfinanzjudentum reicht die Verschwörungsliste. Manche glauben sogar, die Videos seien manipuliert worden und es habe gar keine Flugzeuge gegeben. Einer, der bewusst mit diesen Themen arbeitet, ist Julian Hannes, alias Jaro, alias Schizophrenic Blog. Der 21-jährige YouTuber und Autor hat rund 1,9 Millionen Follower. Übers Internet redet er auch mit uns. Ich denke schon, dass es wichtig ist, um Hintergründe von hier zum Beispiel dem 11. September zu reden, weil es eben so ein großes Ereignis ist, was ja wichtig ist für, und vor allem die Folgen von so einem Ereignis, was daraus dann resultiert ist, strengere Gesetze, Regulierung und so weiter und so fort. Deswegen muss man das schon irgendwo hinterfragen. Auf der anderen Seite muss man immer so diesen schmalen Grat wahren zwischen was ist noch richtig zu hinterfragen und wann wird es eine komplette irre Verschwörungstheorie. Was sich in Zeiten von Social Media und Fake News noch verstärkt, wo selbst ein US-Präsident ungestraft Lügen verbreiten kann. Das hat es immer schon gegeben. Beide Irakkriege haben mit Lügen begonnen. Einmal die Babys in den Brutkästen in Kuwait, dann die B- und C-Waffen von Saddam Hussein. Das ist nichts Neues. Das Neue ist, dass es heute nur schneller vervielfältigt und kopiert werden kann und adressiert werden kann. Das ist das Neue damit.